Hey da draußen, hier ist wieder der Flex von Strong & Flex. Heute ohne den Strong, der kränkelt ganz bisschen und hält sich dezent hinter der Kamera auf. Heute zeige ich dir eine Spitzenübung auf Basis des Seitstütz. Es geht um die Schulter. So, bitte machen Sie sich frei. Ich habe mich mal oben frei gemacht, damit man ein bisschen mehr sieht, was die Schulter macht. Das dürfte dir helfen. Ich gehe jetzt erstmal in einen Side Plank, in einen Seitstütz. Das mache ich unbedingt am langen Hebel, also am gestreckten Arm. So haben wir ja auch mal unseren den normalen Plank gezeigt, immer am gestreckten Arm. Ne? Warum sollte ich etwas exkludieren, wenn ich es doch inkludieren kann? Ne? Das ist die Frage, die man sich an dieser Stelle hier stellen darf. Das war jetzt rhetorisch nicht so geschickt. Der Grund, warum in der Fitnessindustrie meist der Unterarm verwandt wird, ist meines Erachtens das meist zu schwache Handgelenk. Zu dem Thema haben wir uns auch erst kürzlich nochmal ausgelassen. Ja? Aber wenn es dein Handgelenk hergibt, dann mach das Ganze am gestreckten Arm und wenn nicht, aber arbeite an deinem Handgelenk. So, also. Ich habe hier ein leichtes Gewicht, das sind 3 Kilo mit dazu genommen. Das würde ich erstmal ins Spiel bringen, wenn du die Übung für dich ein bisschen erforscht hast. Die habe ich übrigens bei Gymnastic Bodies gefunden. Und jetzt gehe ich hier in meinen Side Plank. Bei der Hand mache ich immer eher eine Kralle, beuge so ein bisschen die mittleren Gelenke der Finger ein, um ein bisschen balancieren zu können. Und ich möchte Schulter, Ellbogen und Handgelenk übereinander stapeln. So, dann mache ich mit den Beinen, sorge ich für ein bisschen mehr Stabilität. Rechts, mein rechtes Bein ist jetzt unten, das linke setze ich nach vorne etwas über. Beide Knie sind gestreckt, ja, ich möchte dann schön in die Körperspannung reinkommen. Und jetzt nehme ich meinen linken Arm über Kopf, das heißt, ich habe hier eine Linie in Verlängerung über den Schultergürtel. Und jetzt möchte ich in die Schulter einsinken. Die Schulter kommt hoch in die Elevation. Ich lasse das Becken nach unten sinken, aber nicht bis zum Boden. Und jetzt schiebe ich mich aus der Schulter raus. Ich bringe die Schulter in die Depression. Und die Schulter rotiert dabei auch ein wenig. Und ich bringe meine Hüfte wirklich maximal nach oben. Ja? Und jetzt geht es wieder rein in die Schulter und die Hüfte geht nach unten. Der Fokus ist auf der Schulter. Ich möchte wirklich mit der Schulter nah zum Ohr. Und jetzt weit weg vom Ohr. Das Schulterblatt geht nach hinten unten. Der Arm rotiert etwas aus. Das ist eine Außenrotation. Beim Rausdrücken und wenn ich runtergehe, passiert eine Innenrotation. Wenn das gut für dich funktioniert, kannst du das Ganze beladen. Achtung, es ist ein langer Hebel. Nimm nicht zu schweres Gewicht am Anfang. So, es sind hier meine 3 Kilo. Und dann führst du das Gleiche unter Last aus. Wie gesagt, Außenrotation in der Schulter, schön weit rausschieben. Und ablassen, nicht ganz, möglichst weit nach oben rausschieben in Verbund mit der Außenrotation. Find deine Dosis. Es kann sein, dass dir 5 Wiederholungen absolut ausreichend sind. Dosierung ist was Individuelles. Es macht immer Sinn, mehrere Durchgänge zu machen. Mal mindestens 3 Sätze wären hierzu empfehlen und beweg dich mal zwischen 5 und 10 Wiederholungen. Deine Schulter hat was davon, dein Rumpf hat was davon. Einfach eine sehr, sehr gute Übung, um deine Voraussetzungen zu verbessern, um krass zu moven. So, viel Spaß mit dieser, wie ich finde, sehr herausfordernden Übung. Wenn sie dir gefällt, dann gib bitte gerne ein Däumchen nach oben für das Video. Falls du noch nicht Abonnent bist, das kannst du hier oben tun. Nach dem Abonnieren muss man immer die Glocke aktivieren. Nur dann kriegst du eine Info, wenn wir ein neues Video hochladen. Folge uns auf Instagram. Aktuell läuft ja noch die Hanging Challenge. Da versuchen wir auch das Ganze ein bisschen Social Media mäßig zu begleiten. Und hier gibt es zwar unsere letzten Videos. Da flex es wieder raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.